Läuft's, läuft's. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwochabend bei Sascha Kämpf TV auf Twitch. Und da legen wir gleich mal los, oder? Oh Mann, was ist denn da alles noch ein bisschen. Ja. Ja. Ah, ja. Schon Angst gehabt, dass es wieder abstürzt. Und ab ins Schlachtfeld. Aufs Schlachtfeld. Ans Schlachtfeld. Egal. Auf jeden Fall werden heute wieder ein paar Scheitel gezogen. Und es gibt ein bisschen was aufs Fressbrett. Den ich muss da. Also mal einen Schluck Mate trinken. Damit das Ganze auch besser flutscht. Ja, wenn wir jetzt noch einen Gegner finden würden, wäre das auch ultra. Nee, da rödelt sich das wieder tot. Oh. Ja, oh nee, es hat sich doch noch gefangen. Gott sei Dank. Welchen Kollegen nehmen wir? Was kann der? Was kann denn der? Ach, dann nehmen wir halt den. Weil dann auf die Hand. Ach ja, dann machen wir es doch so. Ach, ich sehe schon wieder, da waren wieder ein paar gute zur Auswahl, nur nicht bei mir. Nur nicht bei mir. Was haben wir alles im Pool? Wir haben Drachen, Elementare, Naga, Piraten und Untote. Puh. Elementare war auch schon lange nicht mehr so das Thema. Oh, ich muss noch Ding umstellen. Perfekt, perfekt. Hi, hi, grüß dich. Alles klar bei dir? Was macht die Kunst? Schlitzpisser, Mann. Eieieiei. Kaum sind sie im Sascha Kämpf TV Chat, geht alles nur an die Gürtellinie. Aber das sind wir ja gewohnt. Ja. Wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich angefangen zu streamen. Ach, ich bin eben momentan krank geschrieben. Mich vermissen gerade alle in dem Laden. Wurde zweimal operiert. Guck, mein Finger, okay, jetzt sieht er wieder einigermaßen aus. Aber das sah schon richtig monströs aus. Ich war in der BG Ludwigshafen gelegen. Ja, ich hoffe, dass ich eines Tages wieder zurück kann. Das wäre schön, zurück zu Röntgen. Das war echt. Das war eine schöne Zeit. Und dann haben sie mich wieder ins Lager gesteckt. Ja, ist es. Leider, leider. Aber was soll's? Was soll's? Aber an Ostern steht die Tour, oder? Jetzt, wenn der Twitcher-Couch steht, müssen wir auch die Mofa-Tour filmen. Das müssen wir echt durchziehen, Ben. Das müssen wir durchziehen. Ich denke fast jeden Tag dran. So. Oh. Was haben wir da wieder Unappetitliches? Egal. Erstmal hoch mit der Stufe. Zack. Dann haben wir noch einen geilen Pirat. Schade, ja. Ja, das ist echt schade. Also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Selbst wenn wir zu zweit dahin fahren. Egal. Allein der Stream wäre es wert oder das Video, was dabei rauskommt. Ja, wir können jetzt leider an Herrn Siefert nicht mehr fragen. Der hat ja das Feld verlassen. Schad, schad, schad. Ich meine, ich verstehe es. Man hat Frau, Kind und. Aber so einmal im Jahr und wenn es an Ostern ist, sollten wir echt mal so ein Ding starten. Nee, da träume ich schon seit Jahren von sowas. Mal mit dem Mofa durch die Gegend heizen. Weiter weg. Boah, was haben wir jetzt? Wir probieren das mal. Ach Mann.
Ich bin mir immer noch unschlüssig, aber ja, Elementare ist nicht die schlechteste Wahl. Ah, okay. Ja, da wackelt die Bude. Mir wackelt auch manchmal die Bude. So. So. Aber cool, dass du hier mal in den Chat reingekommen. Alter Sprachkiller. Schön, dass du hier mal auf diesen Kanal gekommen bist und mir mal beim Spielen zusiehst. Ja, ist zwar jetzt nicht das actiongeladenste Spiel, aber es macht schon Fun. So wie Magic damals. Ich mal kurz ausklicken, muss mal an der Zigarette ziehen. So, und weiter geht's. Drachen. Wir probieren's jetzt einfach mal mit Untoten. Mit Untoten, mit Elementaren. Egal. Thorsten, das wird auch so. Ja, ich weiß, Gasthaus muss hoch. Das Gasthaus muss dringend hoch. Aber Hauptsache gewonnen. Grad so. Ja, ich habe auch Discord. Das muss ich auch noch alles einpflegen, dass man das sieht. Wie gesagt, ich bin noch nicht so affin, was die ganze Sache betrifft. Aber es wird. Ist doch so. Ja. Discord, ja, habe ich. Ich kann es dir mal bei Facebook schicken. Den Link, den Discord-Link. Glaube, es sollte nächste Stufe gleich wieder hoch. Auf 4. Ein Nager. Schön. Egal. Gewonnen. So, Mittwochabend. Und wir spielen Hearthstone. Jawohl, raus damit. Wieso hatten das 498? Ah, natürlich, deswegen hat es 98. Das ist doch super. Oh. Da müssen wir halt echt mal gucken, wie weit wir kommen mit den Jungs. Dann nochmal den Nager noch raus, aktualisieren. Ich glaube, Untot ist gerade so ein Trend. Habt ihr eigentlich noch Kurzarbeit oder ist es schon erledigt? Ja. Das ist krass. Im Prinzip einfach hergehen, die ganzen Viecher buffen.
Quatsch, die Heldenfähigkeit, das Spiegelschild. Krass. Wenn das Gottesschild kickt. Oh Mann. Naja. Egal, es sieht nach einem komfortablen Sieg aus. Ja, das ist es. Und bye bye. Ja, der Lichtkönig. Auch nicht mehr das, was er mal war. Eieiei. Schon wieder so ein Untoter, ey. Das ist ja mal gar nicht schlecht, ey. Wer hat's Gottschild? Nee, nix Nager. Schon wieder ein Untoter, das ist ja mal sehr praktikabel, würde ich mal behaupten. Ja, dann kann der weg, der weg. Dann muss der halt auch hier, zack. Aus mit Sportwiederkehr. Und abwarten, was jetzt passiert. Da gehen wir gleich auf Untote, holen wir uns den Elementals Drilling. Ja, so machen wir. So, ja, alles so. So, lassen wir's. Diesen wunderschönen Mittwochabend, 20:43 Uhr. Natürlich schon die beste Sendezeit hier. Puh. Oh, was ist denn das für einer? Ajo, Alsdrof, Ajo. Als neunte Hohlekopf. Noch musste ich mich nicht aufregen. Uiuiui. Der kriegt gut was. Tess kriegt erstmal einen Scheitel gezogen. Aber vom Feinsten. So, so, so. Ho, 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 ho. Das ist doch mal schick hoch. Klei hoch. Klei hoch mit dem Pack. Mal das so. Ich will keinen auf die Hand. Gibt's halt mal einen auf die Hand, ja. Elementare, Elementare. Fast 70 Sekunden, ich klinge mich mal aus. Wiederkehr. Da brauchen wir ein Drilling, da brauchen wir ein Drilling und dann sind wir wieder locker unterwegs. Weil es mit dem Gottesschild ist schon eine feine Sache. Eine Ranch ohne Dressing. Ajo. Ajo. Komm schon, noch 28 Sekunden. Echt, die Hälfte dieses Spiels steht darin zu warten. Das ist echt das Nervigste an dem ganzen Spiel, aber sonst immer locker unterwegs. Ja. Oh.
Ja. Da gibt's gerade bisschen aufs Fressbrett. So. Ein Untoter? Nee, ist eine verdammte Schnecke. Wolle man nicht. Ist das was Vernünftiges? Natürlich nicht. Dann muss der gehen. Dann kommt der raus. Dann muss noch mal einer. Aber das sagen wir doch nicht nein dazu. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir. Kein Mensch. Tada! Und noch Gottes Schild, das ist noch ein Elementar. Und raus mit, was soll's. Wir gucken, was wir nächste Runde kriegen. Mal sehen, wo es uns hintreibt. Wir haben bis jetzt einmal verloren, einmal, gell? Okay. Alter. Thorsten haben wir an dem Kampf jetzt einmal verloren? Nee, oder? Doch, am Anfang glaube ich gleich. Ja. Beide hat 9,7. Einfrieren können wir es mal. Das ist ein Überfall. Hallo Romina, vielen Dank und herzlich willkommen auf diesem heiteren Kanal, in dem ich hoffentlich irgendwann 5600 erreiche. Es sind noch 61 Punkte, die ich erreichen muss. Ah ja, so muss es laufen. Wow. Komm, 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 komm. Jawohl. Da wink ich doch mal zu. Hallo. Und tschüss, du. Und tschüss. Nee, will ich so nicht. Will ich so nicht. Will ich so auch nicht. Ach komm, jetzt kommen nur die verfluchten Untoten, oder was? Ein Pirat. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Geht der? Aktualisieren wir nochmal. Nö. Wobei, der ist auch nicht schwach. Dann noch den raus. Braun halt Kerlchen mit Gottesschild. Hätte er doch eben Gottesschild noch gehabt. Egal. Immer noch nicht tot, ja. Immer noch das Blutgeld. Und warten ab, was uns erwartet in der nächsten Runde. Es sind schon drei ausgeschieden. Wir sind tatsächlich noch auf Platz 1. Ja, dann warten wir noch mal die 43 Sekunden. Vielleicht schaffen wir es ja, dass. Ah, da habe ich es wahrscheinlich selbst in der Hand. Der hat noch 10 Leben, 15 insgesamt, 10 Leben, 5 Rüstung. Ich denke, dass die auch so bald zeitliche segnet. Das hat sie Drachen und schlecht gezogen. Schlecht gezogen ist, brauchen wir nicht zu vergleichen mit schlecht erzogen. Das sind zwei völlig verschiedene Themen. Ja, ich weiß. Ja, 20:51 Uhr an diesem wunderschönen Mittwochabend. Demnächst werde ich noch gucken, dass ich hier Musik zur Verfügung stellen kann. GEMA frei, versteht sich. Ach ja.
Schild. Boah, das war mir sowas von klar, dass sowas Dummes passiert. Wieder Riesenviecher, die ja voll den Trabbel machen. Alter. Ach du Scheiße. Da hat wieder einer mehr Glück als Verstand gehabt. Aber das ist das erste Mal, dass wir richtig kassieren. Wenn die weg ist, ja, wir können jetzt nur noch allerschlimmstens Vierter werden. Der Falsche. Das ist geil. Das ist mal gut, ja. Dann weg damit, den raus. Ah, Gasthauszauber, nee, da bin ich nicht mit einverstanden. Der kriegt gleich noch Spott. Ja. Sehr schön. Raus mit dem. Irgendwas können wir wahrscheinlich noch kaufen, wenn wir den ganzen Rotz verkauft haben. Da haben wir sogar noch Gold und Elementare, brauchen wir auch nicht. Der ist viel zu schwach. Oh, dann nehmen wir halt den. Dann nehmen wir den, nehmen noch das Blutgeld mit. Und warten und warten und warten. Würde man sagen, das Gottesschild, das hat uns schon echt gut gerettet. Noch zwei von denen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja. Egal. Schlechter als Vierter kann es nicht werden. Unmöglich. Drachen. Ich will keinen Drachen. Oh. Oh. Okay, wenn er jetzt angreift, dann haben sich auch die Nachbarn erledigt. Das ist das Schöne. Okay. Vielleicht schafft man den richtig platt zu machen. Ah, ne, es kommt noch so ein dabischer Ritter. Es kommt wieder ein Ritter. Und das war's. Sieht doch stark nach. Und tschüss. Winke, winke, würde ich mal sagen. Okay, oh, der Lichtkönig, der Lichtkönig. Es war klar, eines Tages werden wir aufeinandertreffen, ich und der Lichtkönig. In diesem Spiel, dann kann man es jetzt schon hier loslassen. Kommt irgendwas Starkes. Ein Untoter, toll. Ja, ich ziehe manchmal echt schnell, das stimmt. Ich lasse auch mal schnell einen ziehen. Aquamaler Spiel gut. So, friss, mein Freund, friss, mein Freund. Jetzt gucken wir mal. Aber zweiter ist schon mal richtig, richtig gut. Aber Thorsten mag diesen Drachen ja nicht. Er mag es einfach nicht. Und was Thorsten nicht mag, das wird nicht gemacht. Gell, Thorsten? Aha. Liegt auf der Couch. Noch wenige Sekunden. Und dann heißt es entweder Sieg oder Tod. Er hat noch 20, ich hab noch. Ich hab noch 20, er hat noch. 16 insgesamt. Ajo, Thorsten. So ist er.
Das sieht nicht gut aus. Das sieht nach Totalversagen aus. Die Alter. Das ist denen egal, wie viel sie abgezogen kriegen. Ist egal. Wow. Bitte töte mich gleich. Ich will nicht noch einen Kampf. Da kann ich machen, was ich will, gewinne ich nicht. Bitte, bitte mach mich gleich platt. Reicht, oder? Okay. Okay, zweiter, wenigstens zweiter. Shit. Wir haben die 5600 erreicht. Können wir die auch noch halten? Das sehen wir jetzt im nächsten Spiel. Spiel 12 Drachen aus. Okay. Und ab geht's. Erstmal kurz ausblinken. Das war nicht schlecht. Aber wir sind diesmal nur so weit gekommen, weil der Held echt dementsprechend gut war von der Fähigkeit. Echt? Wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir denn da? Ein Dunkelmondpreis, okay. Dunkelmondpreise gehen klar. Piraten und Tote. Murlocs, Murlocs. Sollen wir es mal wieder mit Murlocs probieren? Thorsten, Murlocs ist immer so ein Ding. Entweder es geht brutal gut oder brutal schief. Letzteres zu oft in der jüngeren Vergangenheit unserer Streaming-Geschichte. Schießezeit? Dann nehmen wir doch hier mal einen kleinen Dämon. Fress was, jawohl, recht hungrig sein. Ha, jetzt haben wir schon zwei weg. Wir gucken, was ist, wie sich entwickelt im zweiten Zug. Wenn nicht, gehen wir. Das Gasthof, das Gasthof. Das Gasthof. Gasthaus auf Stufe 2. Mensch. Frosch im Hals. Oder eine Kröte. Apropos Kröten, bald ist doch wieder Krötenwanderung. Können wir wieder Kaulquappen fangen gehen. Ja, geht nach draußen. Oh, er ist gänzlich unbewaffnet. Da würde ich mal sagen, Batsch, Batsch, Batsch. Ja, dann haben wir hier einen Murloc. Und der kriegt auch noch ein bisschen Fett auf die Kette. Und dann frieren wir das Ganze mal ein. Und warten wieder 30 Sekunden. Ich denke, in den nächsten paar Minuten muss ich noch ein bisschen austreten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber heute werde ich es nicht übertreiben im Stream. Gestern 6 Stunden knapp. 6 Stunden fast gestreamt. Und der Schei hat es schon geschafft. 12 Stunden. Guten Abend, Flo. Herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld. Ja, oi, leise, ey. Ich schwör's dir, gestern, das war der schlimmste Tag. Ja, nie wieder gehe ich ans Hochregal. Ich weiß es zu verhindern irgendwie. Ans Hochregal. Sehr schön. Jetzt habe ich zwei gute Dämonen ohne Zornwirker. Nee, nee, Hochregal. Da muss die Hölle los sein. Am Hochregal. Ich so, ah, da mach ich auch mal was Schönes. Was macht man? Bisschen Mitleid erregen. Oh, ich Arme. Ja, Mittwochabend, 21 Uhr. Die erste halbe Stunde ist gestreamt. Oh. Ich hoffe, die Beleuchtung sieht. Ja, ich habe die Beleuchtung ein bisschen umgestellt. Jetzt sieht die Südseite ein bisschen besser aus. Ja. Oh, gewonnen. Wann Giveaway, was soll ich denn hergeben? Ich
Dieses Feuerzeug. Oh. Was machen man? Zum nächsten Zug, Golden. Mein Körper von mir aus. Den stelle ich zur Verfügung. Ah, wie ein Diener gekauft. Ja, egal. Egal, was müssen wir dafür tun? Was? Ruf 20 Diener herbei. Oh jo, machen wir doch. Goldmünzen. Brauche ich Goldmünzen? Nee, natürlich nicht. Da warte ich erstmal nächste Woche. Mein Körper, OnlyFans. Sascha kämpft bei OnlyFans. Hardcore-Heimatfilme mit Onkel Sascha. Oh, jetzt fängt es schon wieder an. Ich weiß, Thorsten sitzt jetzt gerade vorm Fernseher und schüttelt mit dem Kopf. Ich hab's ihm doch gesagt, Mann. Er kann's einfach nicht lassen. Ach ja. 14 Sekunden bis zum Meltdown. Meltdown auf dem Schlachtfeld. Hearthstone, ein Spiel, was mich schon. Ey, es gibt's schon 10 Jahre. Leute, gestern eine Thorsten so, ey, 10-Jährige ist. Ich so, was? 10 Jahre? Ich bin schon 10 Jahre süchtig nach diesem Spiel. Und Flo, wir haben gestern mal nach der Spielzeit geguckt, dieses Spiels, da wird ja schlecht. Stimmt, WoW 20, stimmt. Stimmt, Hearthstone ist genau 10 Jahre danach, oder? Ja, 2004 war. WoW war 2004, oder? Ja. Blutgeld nehmen wir mit, solange wir noch Leben haben. Das gibt's doch nicht. Was? Vielleicht kann man es dadurch jetzt mal einen kleinen Vorteil verschaffen. Ja, sag ich doch. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Der ist halt. Okay, ich habe nichts auf der Hand. 10 Jahre auseinander. Oh, mit meiner Ex-Freundin bin ich auch schon mehr als 10 Jahre auseinander. Grüße gehen raus an Anna Hambrecht. Du Stück Dreck. Oh, ich brauche noch was zu trinken. Ist die Kehle so schnell trocken? Und jetzt ganz neu in Sascha Kemps Festival Sommer werde ich Line-Ups von Festivals vorlesen und die Bands natürlich auch kommentieren, ob sie gut oder nicht so gut sind. Seid gespannt. Ich sage ja zu Mate. Was auch schon im Geschäft fälschlicherweise als Bier deklariert worden ist. Was ist denn das? Was ist denn das? Was gestern auch zur Sprache kam, Flo, soll ich. Gibt's die Bravo noch? Oh. Gibt's die Bravo noch? Das ist echt die Frage. Da ist doch was Feines dabei. Ich muss jetzt erstmal die Jungs pumpen. Dr. Sommer kämpft. Nein, als ich früher noch bei den Pfadfindern war und wir haben halt sind auf Zeltlager und hatten halt lange Busfahrten, habe ich mir vorne immer beim Busfahrer das Mikro geschnappt und habe halt Dr. Sommer vorgelesen. Ja, ich meine, es waren auch die Wölflinge dabei. Die haben sich am meisten gefreut darüber. Eine Ex-Freundin hat immer gesagt, sie hat noch nie einen verantwortungsloseren Menschen kennengelernt als mich. Die Bravo. Ja, seid gespannt. Diesen Sommer. Bravo Special Block. Ja. Sascha liest Dr. Sommer vor.
und gibt den Leuten Tipps aus seinen eigenen Erfahrungen. Während ich einen Cupcake esse. Genau, ich esse einen Cupcake und währenddessen lese ich Dr. Sommer vor. Alter Schwede. Alter. Da haben wir den ersten Mal deklassiert und wir grüßen noch nicht von ganz oben. So, eine Banane, die geht immer. So, jetzt brauchen wir erstmal einen locker flockigen Drilling. Ja, zieht echt schnell. Ich ziehe manchmal auch echt schnell. Komm. Irgendwas Lustiges wirst du doch hier auf Lager haben. Ach, leck mich doch am Arsch. Egal, egal. Da bin ich halt hier mal der Buffmaster Flash. Wie war Heidelberg, Flo? Sechs, 40 Sekunden, ich klicke mich mal aus, ziehe an der Lunte. Ja, die Gamescom in Heidelberg war ja vergangenen Samstag voll. Flo, cool, das Video ist schon online. Dann wissen wir, was wir uns später reinziehen. Reinziehen in diesem Livestream, das reimt sich sogar. Ja, Gamescom. Thorsten, wir müssen auch mal auf die Gamescom gehen. Und es hat, glaube ich, sogar diesmal eine Band gespielt, habe ich gehört. War es eine gute Band oder war es geknüppelt oder eher so mit 40er Rockmusik, dass die Leute nicht so überfordert sind? Ja, genau, der Wisch, es ist doch zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Warum? Warum fünf? Warum, 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 warum? Wir grüßen es vom dritten Platz aus. Hat das jetzt sein müssen? Hat der Schrott jetzt so sein müssen? Ist jetzt all die Gast durch einer höheren Stufe? Nein. Kampfschreie? Ja. In diesem Zug. Einmal Kampfschrei. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Ah. Wir müssen auch mal einfrieren. Eieiei. Wird der gebufft, der gebufft. Ist quasi wie Buffy. Die Band war kacke. Schad, schad. Also nichts krasses so. So erst so lockere Rockmusik. Verkauf war nicht so pralle, aber so viele Leute getroffen. YouTuber, Twitch-Zuschauer und hab sogar Interviews. Ach was. Geil, geil. Ist es auch in deinem Video oder kommt es dann separat auf Danny im Kanal? Ja, es sollen sehr viele da gewesen sein an YouTubern. Außer Finn und Wildlife. Die waren diesmal verhindert. Ja, eigentlich sollte man jede Con mitnehmen. Okay, schick mir den Link. Bin ich mal gespannt. Was sich da die letzten 10 Jahre in dieser Szene getan hat, ist der Hammer. Mainz 6.4. Thorsten, schreib's schon mal in den Kalender. Mainz am 6.4. Da geh mal hin. Oh Mann! Gerade der Wichtigste macht die Grätsche, dieses verdammte Auge. Schon wieder 8 Schaden. Wir sind mittlerweile bei 26 Leben angekommen. Oh.
Ich nehme es mir aber zu Herzen. Ja. Wie fangen wir da an? Wir brauchen den Bassspieler. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Machen muss. Egal, dann weg mit dir. Kann der irgendwas? Ach, scheiß drauf, raus damit. Dann kriegen die noch ein bisschen mehr drauf. Dann könnte es. Es gibt auch wieder eine Klatsche. Ah, okay, sechster, vierter, vierter, fünfter sogar. Sinsheim. Was, zehnter ist Betriebsschließung? Was ist denn das für eine Betriebsschließung? Wir haben Betriebsschließung. Und schon wieder packen wir es nicht. Schon wieder fehlen uns lächerliche 12 Punkte. Ah, okay. Okay. Ja, stopp dich, ob das schafft ihr. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Stufe 4. So ein toller Schachzug. Kämpfen eh gegen den Toten, als haben wir noch mal eine Sparrunde. Über eine Münze im nächsten Zug, ja. Nee, nee. Wir brauchen den Bassspieler. Den Bassspieler. Wo ist er? Egal. Gegen den Toten versuchen wir es jetzt mal so. Egal, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Oh, ich bin ja noch gar nicht. So, da bin ich wieder. Zweite von links raus, den. So, den raus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Habe ich aber sechs liegen und dann kann der keinen anderen rausrufen. Dann wird er nicht gebufft. Jetzt warten wir, wir kämpfen eh gegen den Toten. Ist klar, was ich meine. Schade. Guck. Guck. Warum ging man den nicht als Drilling? Der muss raus, weil er die Brut bufft. Nix, Murloc. Egal.
30-30. Zwei muss ich noch spielen. Wir müssen hoffen, dass wir einen Drilling kriegen. Anders geht's nicht. Der toxische Murloc. Wo ich mich jetzt tatsächlich drauf freue, streamtechnisch, im Sommer so ein IRL-Stream mit dem Tablet und Handy oder mit der Actioncam. Flo, man kann wirklich. Wie war das? Bei mir ist es halt DJI. Es geht auch mit der, was, wie heißt es bei GoPro? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Kannst dann das so einpflegen und kannst dann einen Drittanbieter, also quasi Twitch, und kannst dann halt streamen, wenn du irgendwie draußen rumrennst. Ey, die moderne Technik. Was? Dann wird er voll am Ablosen. Das gibt kein gutes Spiel. Sind wieder 1000 Skelette, die kommen. Ja, rum. 17 leben noch und wir kriegen 11 eingeschenkt. Also haben wir noch nach Adam Riese und Eva Zwerg 6 übrig. Und zwei sind schon draußen. Ey, wie soll das denn funktionieren? Ja, das würde ich auch mal sagen. Jetzt auf der Suche nach einem verschönten Drilling, da kommt er zum Glück. Oh, oh Gott, ich habe schon ein bisschen Pipi in die Augen gekriegt. Was bringt der uns Feines? Herrscht jetzt ein anderer Wind? Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Hoch damit und raus mit ihnen. Voller Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Jetzt kommt jetzt ein bisschen Liebe und die Sache läuft. Aber nur ein bisschen Liebe. Ah, noch so einer. Bloß der Bassspieler fehlt noch. Wo ist der Bassspieler? Toll. Toxik raus, toxik raus, la 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 la. Oh, oh yeah, oh yeah. Sieht jetzt doch ein bisschen anders aus, mein Junge. Da gibt's doch erstmal ein fröhliches Winke-Winke. Verflucht, jetzt kann ich leider nur irgendwas, was mir was bringt. Ne, ich friere das mal ein. Schad, schad, schad. Ganz links so.
Ach so, der macht einen befreundeten Toxisch, stimmt. Das stimmt. Minute warten. Aber was ich heute auch gemacht habe, ich habe hier mir unter meinen Lichtschalter so ein Gerät gebaut, ein Sonoff DIY Mini. Das heißt, ich kann das Licht jetzt mit meiner App an- und ausschalten. Das hier ist eine WLAN-Antenne, die da dran ist. Das ist zwischengeschaltet und es misst sogar noch den Strom, was ihr verbraucht. Und man kann auch einen Timer einstellen. Richtig gut. Habe ich mal vor ein paar Jahren bei Wish bestellt. Ja, Wish. Das so, ich bestelle 10 verschiedene lustige Artikel bei Wish und stelle sie im Livestream vor. Alter, ich glaube, mit Stream kannst du alles machen. So, mein Name ist Sascha Kempf. Wir sind hier in der Lupinstraße in Mannheim. Ich habe hier meine Cockcam an. Und wir gucken jetzt mal, wo es mich reintreibt. Es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Ich kann nichts dafür, Thorsten. Ich kann nichts dafür. Es ist einfach so in mir drin. Da ist auch was drin. Oh, da ist es. Da geht's richtig zur Sache. Das sieht doch mal vernünftig und lecker aus. Ja, ich sag's dir, gestern war auch so die Rede. Ich mache einen Livestream im Whirlpool mit zwei Damen. Mit zwei Damen. Da ist ja noch eine Dame auf der Hand. Eieiei, ist Strickliesel. Grausmutter. Ach, scheiß auf die Rüstung. Wenn wir es jetzt kriegen, dann richtig. Keine Chance. Keine Chance. Nicht bleibt uns der vierte Platz. Ja, das wird mehr als anders wild. Einfach zwei Damen gemietet. Was spielt denn der? Spielt Elementare. Sechs an der Zahl. Und er ist Erster. Was sagt uns das? Dass es nicht schön wird. Spannender wäre nur ein Livestream von DJ Shumi. Dann suchen wir mal auf YouTube und gucken mal, was er so treibt, der DJ. Uts, 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 uts. DJ Shumi in der Haus. Boah. Zwar nur wenig Schaden gemacht, aber es ist mir scheißegal, Mann. Jetzt können wir alles schaffen. Kleiner Witz. Kleiner Witz. Wir können froh sein, wenn wir mal Zweiter oder Dritter werden. Aber, was gibt's denn da? Ja. Macht's auch ein Morlock. Hauptsache, die Großmutter wird gebufft. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung.
Und ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Am Mittwochabend, 21:27 Uhr, wir haben mittlerweile fast eine Stunde rum. Ist wie mit allem im Leben. Alles, was Spaß macht, geht einfach zu schnell rum. Da jetzt wieder. Die Zigaretten wieder so schlecht gestopft, dass sie nach allen Seiten rausquillen. Mal gucken, was hier alles rausquillt. Wir haben immer noch keinen Bassspieler, das ist eine Schande. Obwohl wir Stufe 5 sind, haben wir noch nicht mal einen einzigen Bassspieler gesehen. Oh fuck, das überlebe ich nicht. Ist auch scheißegal, wie toxisch wir sind. Na toll. Schade, 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 schade. Aber herrlich, wir sind noch Dritter geworden. 5-7, 5-7, Leute. So. So, gehen wir mal auf die 5-7 zu. Vielleicht erreichen wir es heute Abend noch. Ist ja jetzt mal nicht so schnell, so schlecht alles gelaufen. War nicht alles schlecht. Alles gleich bescheiden. Boah, wen nehmen wir denn? Reno Jackson. Ach, was soll's. Nehmen wir halt mal die. Wir haben Drachen, Dämonen, Mechs, Naga und Piraten. Scheiß drauf, wir nehmen Mechs. Mit dem niedrigsten Leben. Es gibt ein Thai. Thai, Thai, Thai. Wir machen es doch ganz anders. Und Freeze nächste Runde. Gehen wir nächste Runde hoch oder holen wir den Nervo-Drohnen? Wir müssen hoch. Wir müssen erstmal hoch. Was? Oh. Da habe ich mich ein bisschen verlesen. Kommt davon, wenn man Helden nimmt. Achtung, Achtung, Achtung. Ich schäme mich, mon ami, ich schäme mich. Ja, die Dropbox ist voll, aber schon seit Monaten. Nächste Runde gehe ich eventuell hoch. Eventuell. Wir brauchen Bass.
Bass, wir brauchen Bass. Im niedrigsten Leben. Ajo, geht. Ajo. Okay, das ist ja dem Kind den Schnuller wegzunehmen. Einem speckigen Kind den Schnuller wegnehmen. Tata. Ach, was soll's. Machen wir's doch so. Passt, passt. Und wie es passt. Sieben, sechs, schade, schade. Dafür mal dann übernehmen das den Gold sauber. Nächste Runde mehr als genug Gold zur Verfügung. Mal ein bisschen was zu reißen. Mein Leben für die Horde. Ja. 21:34 Uhr, die Spannung steigt. Wird meine Mesh-Truppe triumphieren oder wird's ein paar auf die Backen geben? Ich glaube, die Backen werden erstmal ein bisschen gerötet sein nach diesem Kampf. Scheiße, scheiße. Alter, ist das übel. Nee, nee, wegen zwei Angriffspunkten. Wegen zwei. Boah. Was? Dämon Pirat. Was mit dem? Wir brauchen noch zwei Stück. Deckt ein Diener eurer Stufe kann endlos verdient werden. Hä? Wie soll denn das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll's gehen? Das ist doch aber schon netter gewesen. So fair. Lächerlich. 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 Aber wir haben gewonnen. Na, wir haben zumindest unentschieden gespielt. Unentschieden. Der braucht Bananen. Aber wie? Bitte, bitte, bitte. Ein bisschen Glück muss sein. Dann kommt der Mesh von ganz allein. Oh.
Deckt ein Diener eurer Stufe, wie's. Ich bin verwirrt. Ich sitze mit dem niedrigsten Leben. Ja. Ajo, vergesse mal eure Retten nicht lange. Der Scream und am Dach, den ich mal sah. Allerhopp, mach's gut, eine gute Nacht und wir schreiben die Tage. Bis denn, Flo. Ja. Mesh Power ist halt angesagt. Jetzt müssen wir mal das mal ein bisschen was auf der Hand haben. Ein bisschen. Wir entspannen uns immer mit etwas Musik. Oh, Captain Klubschauge. Captain Klubschauge. Aber Thorsten, ich krieg keine Benachrichtigung. Leider. Wenn einer in den Chat reinkommt. Ja, mit Mesh. Deswegen haben wir schon mal den Mesh. Plus eins, plus eins. Boah, ich wäre so gern ein saftiges Gnu. Du bist. Schon wieder. Der Dickste überlebt. Das ist wie bei den Hunger Games. Der Dickste überlebt. Scheiße. Scheiße. Ja. Nichts Magnetisches hier. Da ist ja wieder ein. Drei, vier hat er nur. Der Lursch. Der Lursch. Braucht man einen fetten Mesh. Uff, die Sekunden, ne. Da, 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 da. Ach, die Mesh, die Meshs. Bitte 5.700, das wäre cool. Aber es sind dem Kampf. Was diese was Sache ist. Oh. Ich sehe jetzt schon, was Sache ist.
War klar. Aber wenigstens nicht verloren. Was kann der mittlerweile? Der Roger Rabbit Verschnitt. Ach, dann nehmen wir den doch. Müssen wir zwangsweise hoch. Zwangsweise. Und wir warten, bis aufs Wetter, warten auf Ostern. Spiel den raus. Nein, der muss doch gebufft werden, Mann. Guck doch, was die können. Wieso verliere ich den dann? Nee, ich brauch den doch. Ja, ist doch klar, ist doch alles gut. Stimmt, ich verliere 7-7. Egal, egal. Da fehlt Gottes Schild. Oh Mann. Tata. War doch in Ordnung. Ja. Das ist doch auch ekelhaft. Warum machen die das? Ist doch unschön. Wenn ich jetzt noch gut ziehe zwischendurch, das ist wirklich ein Vierer, geil. Am Ende des Zugesfähigkeit ist halt cool, aber wir haben ja nicht so viel magnetische Verbindungen, oder? Nee, leider nicht. Aber es gibt, ja. Ja. Was hat denn der eigentlich? Der hat auch Mechs. Hoho. Ah, jetzt kommen wieder solche Dinger.
Wegen sowas. Wegen so einer Ver. Ja, jetzt warte ab. Jetzt warte ab. Wir haben jetzt noch genau 18 Leben. Oh ja. Und was wir für 18 Leben haben? Komm, was Magnetisches. Bisschen Magnete. Ach, ich will keine Zauberkunde, Zauber. Oh ja. Oh ja. Scheiß Mumie halt gehen. Was hat denn der Wichser? Ja, für den Mond langt's. Für den Mond reicht es. Okay, dann machen wir es so, Thorsten. Dann machen wir es doch ganz einfach so. In die Mitte, in die Mitte. Mehr Glück als Verstand. Mehr Glück als Verstand, ganz ehrlich. Bitte flieg raus. Naja. Boah! Ja! Ja! Oh, ist das geil. Kampfschrei. Na egal, kriegen wir gleich. Eldenfähigkeit, Thorsten? Nein! Schön, schön, schön. Da den Drilling haben, falls wir es überleben. Was ich nicht glaub, Captain Klubschi sieht nicht gerade amused aus. Jetzt kriegen wir einen 27 ungefähr, vielleicht kriegen wir einen 29. 60, 50, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Macht doch auch was mit Mesh hier, oder? Ist eine Piratenbraut. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das überleben. Sehe ich da wieder was über 100? Ja.
Das war's für uns. Das war's für uns. Leider, leider. Diesmal Ultramies-Piraten, gerade in dem Stadium. Egal, Vierter, Vierter, wir haben keine Punkte verloren. Wir haben keine Punkte verloren. Gar kein Problem, gar kein Problem. Ah, 16 dazu gab's. Und weiter geht die Aufholjagd. 5700 versuchen wir heute noch zu erreichen. Wenn ich die erreicht habe, ist sofort Schluss mit diesem Stream. Weil dann muss ich mich erstmal ein bisschen freuen. Was haben wir denn da? Dieses Artwork von ihr finde ich richtig gut gelungen. Nitzel 83. Thorsten, kann ich eigentlich meinen Namen wieder ändern? Im Battle.net geht es? Wieder eine Flasche Mate leer. Ich bin ein Mate-Süchtiger. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Machen man do? Was machen man do? Schreiben? Oh, schön verloren. Schön verloren. Wir gehen erst nächste Runde hoch. Oder übernächste. Nächste. Sechs, neun in der zweiten Runde ist schon nicht verkehrt. Aha. 21:55 Uhr. Am Mittwochabend. Und tschüss, oder? Egal. Egal. Das darf doch nicht wahr sein. Gerade den, den ich nicht wollte. Es darf doch nicht wahr sein, ey. Egal. Egal. Ei, ei, sogar einen vernünftigen Drachen gab's. Ein mit Gottesschild. Hoho, komm schon. Es ist nicht ogertastisch. Absolut nicht ogertastisch. So. Ja. Thorsten, das ist genau das, wie wir's. Scheiß drauf. Wir nehmen den lustigen Mesh.
Wir gehen wieder auf Meschjagd. Wir sind Kopfgeldjäger, was Mechs betrifft. Wir heuern sie alle an. Alle. Als ich noch bei A&P gearbeitet habe, in Schifferstadt, dabei immer so ein Fahrer, ich weiß nicht, wo der herkam. Und so, ah, Servus und alles klar. Der so, ja, alles, alles. So, okay, korrekt. Korrekt, alles, alles. Das hat mir, oh Gott, hat mir Thorsten wieder was geschrieben, was Gemeines. Nein. Nein, nein, nein. Ich scheine alles richtig zu machen. Ich habe nicht mehr gebettelt. Weil betteln soll ich nicht mehr, hat er gesagt. Weil ich bin zwar im Betteln nicht, aber gebettelt wird nicht. Battle.net. Und denkt dran, wenn ihr mal Bock habt, ein Tutorial zu sehen von diesem Sonoff-Zeug, ich bin gern bereit, ein Video drüber zu machen. Wer ist interessiert an einem Sonoff-Video? Voll geil. Und schon wieder kriege ich die Hucke voll. Es konnt's nicht so, ja. Nämlich den Wackeldackel hier. Zack. Als raus mit. Ajo, ajo. Vergessen wohl eure Red nicht, du nere Schinkel. Zieh mal die Drachennummer durch. Nee, oder? Wir haben schon zu viel Stahl auf dem Schlachtfeld. Tonnenweise Stahl. Wie bei Rammstein. Stahl. Oder so ähnlich. Rammstein. Till Schwindemann. Den mag ich auch nicht. Rammstein ist auch so eine Band, die ich absolut nicht mag. Und Onkels mag ich nicht. Onkels ist auch so eine Sache. Heute trinken wir richtig, super. Das sind ja, wobei, das sind ja noch, da waren die ja noch jung. Da waren sie noch jung. Ach, was geil. Ist das geil? Ist das geil? Ajo, ist das geil. Fliegt das Hen fort, Herr? Do fliegt das Hen fort? Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ja, das ist so geil. Am Ende dieses Zuges. Ja, früher, das habe ich irgendwann in einen Altkleidersack. Ehrlich, Onkels, damit war ich dann fertig. Scheiß drauf. Nee, nee, nee. Das war irgendwann so unterbewusst. Klar, ich habe die früher gern gehört. Ich hatte sogar, ah, stimmt, ich hatte dieses ein, ja, ich hatte ein Onkels-Shirt, das stimmt. Ja, aber wie der sich da benommen hat, 2009 Silvester, ey, das kann nicht sein, Mann. Ja. Ein Onkels-Shirt. Ich würde gerne mal wissen, wo meine ganzen Troopers-Shirts hin sind. Habe ich kein einziges mehr. Ich habe, glaube ich, noch drei Motorhead-Shirts. Ja, das habe ich. Ich hätte gerne dieses alte NoFX-Shirt aus den 90ern, das Monstour-Shirt. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja, wir gewinnen.
Ja, aber einmal voll verarschen sich selbst. Die haben wenigstens noch irgendwie, ja, Unterhaltungswert. Nee, Troopers, ich finde Troopers gut. Ich finde Troopers absolut keine schlechte Band. Oh Mann. Ach, scheiß drauf, weg mit. Ich weiß noch, 2009 auf dem Full Force wurde ich wegen einem Troopers-Shirt voll ausgelacht von so Black Metalern. Wobei ich auch nicht unbedingt so der Fan von Black Metalern bin. Gar nicht, um es irgendwann mal so auszudrücken. Black Metal ist für mich so eine Sache, ehrlich, das. Ja, ganz komisches. Und auch das, was da so abgeht mit dem NSBMA. Puh, ja, ich habe mir letztens einen Bericht reingezogen mit Philipp. Hat mir Sachen gezeigt. Alter, wie das alles so vernetzt ist. Also mir ist schlecht geworden. Also so richtig tiefbraune Jungs, die gehen sogar dann an die Ukraine, an die Front kämpfen. Die gute Ukraine, da kämpfen wahrscheinlich noch ganze Nachfahren von ein paar Offizieren von damals mit. Bin ich mir zu 100% sicher, dass da noch irgendwelche Nazi-Nachfahren sind von irgendwelchen Hochrangoffizieren, die geflohen sind. Und dieses Gedankengut ist halt immer noch präsent. In der Ostukraine. Eieiei. Ja. Diesem Spiel, ach, die ist noch mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, Black Metal. Allein schon, wenn ich mir dran denke, ja, wenn ich so Leute sehe, wie diesen Varg, der Varg, wie Cairns. Von Mayhem war das, gell? Oder Mayhem in Leipzig und ey, da kam es eine zum anderen. Nee. Nee. Menschenverachtend, da geht's gar nicht. Das mal. Ach. Oder gibt's noch eine, so eine Verachtensszene, die die Menschen so verachtet? Nee, ist nur NSBM. So. Nee, auch diese krächzende. Ah, nee, hör mir auf. Das Einzige, was cool war, das ist ja dieses Mayhem da, dieser Mayhem-Mord quasi in Almania. Der Henrik Möbus oder so, gell? Ja. Aber das ist auch schon alles ewig lange. Anfang der 90er? Kann es sein? Anfang, Mitte der 90er? Boah, das gibt schon. Ja. Den Sandro haben sie da, Sandro Bayer oder so hieß der. Ja, 90er. Aber es war ja nicht nur NSBM. Es gibt ja auch eine ziemlich rechte Hardcore-Szene. Ich glaube, in dem Fall heißt es dann Hatecore. Also ja, es gibt schon Sachen. Es gibt, glaube ich, sogar Hip-Hop in die Richtung. Ja. Nee, das geht gar nicht. Es gibt kein Mesh auf Hawaii. Es gibt kein Mesh.
oder? Ja, das sieht doch gut aus. Was halt auch nicht so geht, dieses elitäre True Metal Gehabe. Ja, das ist doch irgendwie, da war doch am Anfang, bevor das Ganze war, diese Thule-Gesellschaft, wo auch schon ziemlich okkult war, Heinrich Himmler, ja. Manowar Kills. Ja, also ich habe mir für mich in meinem Leben entschieden, ich will einfach keinem auf den Sack gehen, ja. Keinen mit irgendeiner Ideologie belasten oder aufzuzwingen, ja. Einfach korrekt zu jedem sein, der korrekt zu einem selbst ist und fertig. Außer zu Ogre. Ogre mag ich gar nicht mehr. Ogre sind mittlerweile mein verhasstestes Fantasy-Wesen. Manowar Kills. Ey, ich krieg das Lied jetzt. Ja. Das ist ja auch halt das Geile. Dieses ganze Denim and Leather, bla bla bla, kommt ja eigentlich vom Rob Halford. Das ist ja, der hat das ja da so ein bisschen mit reingebracht, die Metal-Szene damals. Judas Priest, wenn du dir überlegst, Judas Priest gab es schon Ende der 70er. Manowar Kills. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht, hey. Ach. Hey, Manowar Kills. Manowar. Ey. Ey. Ja. Ich mag auch True Metal, ich geb's zu. Es ist einfach. Ist in Ordnung. Es ist echt in Ordnung. Nein. Manowar Kills. Geil. Ich glaube, ich höre jetzt eine Runde Manowar. This is Joe DiMaio from Manowar. Joe DiMaio. Scheiß drauf. This is Joe DiMaio from Manowar. With the power of the steel. Der Typ ist so durch. Manowar. Aber über Manowar haben wir uns auch immer richtig kaputt gelacht im Geschäft, oder? Das geil, Manowar. Es ist halt, wie du es heute siehst, es ist quasi eine Karikatur, was die da abliefern. Aber ja, die haben halt Geld mitverdient. Es ist halt die Show. Wie Barbaren rumzulaufen. Manowar.
Ach, immer, apropos Manowar. Hammerfall, Hearts on Fire. Warum hast du danach? Das ist doch. Das gibt jetzt eine Uhr. Das können wir machen. Okay, ich muss kurz konzentrieren, dann geht's rum. Oh Mann. Scheiß True Metal hat mich aus der Fassung. Vielen Dank. Er meint es halt so. Ja, er meint so. Der meint es ernst, glaub mir. Reactions machen. Lass doch zusammen streamen. Das können wir machen. Ich muss gucken und du suchst aus, was wir uns reinziehen. Das wird mehr als grandios. Das wird. Master of Puppets, aber auf. Oh Mann. Den habe ich vorhin so gebraucht, ja. Den hätte ich so gern gehabt. Und der hat schon wieder 102. Es wird giftig. Ey, nee. Wie kannst du sowas. Ja, er ist giftig. Wenn er angegriffen wird, ist er giftig. Der Bastard. Ja, super. Toll. Ja, Manowar Kills. Wie heißt der Song nochmal, wo die das singen? Wie heißt der Manowar Song? Scheiße. Da gibt's doch mal was Feines. Kings Metal. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Schon eine Frechheit. Das ist schon eine Frechheit. Alter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das habe ich ja gut. Kings of Metal. Oh, ich muss mich. Manowar, living on the road. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass ich das Spiel gewonnen habe. Und dank was habe ich das Spiel gewonnen? Dank den Metal. Hey, ich glaube, ich bleib da drauf hängen, Mann.
Ich glaube, ich bleib voll drauf hängen, Mann. Ich krieg das Lied gerade nicht mehr aus dem Kopf. Kings of Metal. Ich weiß, was ich morgen mache. Ich lade mir jetzt diesen scheiß Song runter. Und morgen bin ich zum Doktor. Ziehe ich eine Sonnenbrille auf. Meine Kutte an. Ja, ey. Dass für sowas noch nicht einer festgenommen worden ist. Thorsten, wir hören morgen Manowar bei offenem Fenster. Manowar, Manowar, ey. So köstlich habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert über Manowar. Gott, mein Herz, mein Herz. Kings of Metal. Da gab es auch, war das Bushido, der sich King of Rap genannt hat? War das Bushido? Ich bin dann der King of Raps, ein Rollen. Oder war das Kollege oder Farid Bang? Irgend sowas. Ja, Tim, lass uns einen Stream so. Lass uns doch wir zwei streamen mit alten Arbeitskollegen und alten Weggenossen. Das wäre ein geiler. Ja, schon eine geile Sache. Oh, da. Ja. Da haben wir schon die Kings of Metal, die ganzen Mechs. Scheiße. Es gibt Wheels on Fire. Wheels of Fire, burn the nights. Wir werden so dermaßen zerlegt. Ja, immer aufs arme Pferdchen. Zack, jetzt gibt's aber mal drei Schaden noch hier, Penner. Weißt du was? I know why you play me. Right across the sky. Wir haben es echt überlebt. Entsprechend meiner Stufe. Ich bin immer wahrscheinlich schon seit 10 Runden auf Stufe 5. Ach ja, hier nimm. Was gibt's denn jetzt? Ja, danke. Jetzt kommen die Gasthauszauber, jetzt wo ich am Boden lieg. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Da fasse ich auch manchmal den Mondstein an. Jeden Morgen fasse ich den Mondstein an. Ride across the sky. Ja, wenn du Mondstein oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das habe ich mal auf der Autobahn gehört, dieses scheiß Lied, und bin gleich geblitzt worden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Verdammt, wie komme ich nicht? Die dicken Finger, Mann. Die Syphilis, ich hab mich verklickt. Ich hab mich sowas von verklickt. Kann ich keine Links anklicken? Was ist denn da los? Manowar, du wusst schon. Allein das. Ach so, da ist er doch. Da ist er doch. Ein Screaming Horse. Wie lol der Anna.
Feel you, warrior. Right, our kings. Kannst du auch ein paar Wörter eingeben? Warte mal, generate a new song. Feel our death, fight all the master. Behold our honor. We feel the might. Enemies. Wir sollten so ein Ding echt abspeichern und so. Du kannst ja Gitarre spielen, oder? Alter, mir läuft schon die Brille von innen an vor lauter Freude. Burn my hammer. Kill all the blood. Feel your death. We kill the sword. Burn enemies. We kill the sword. I ride a warrior. Feed our horse. Fight your kings. Sieht an wie so ein SM-Porno. Alter, mir tut schon die Schläfe weh vor lauter Lachen, hey. De 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 Mix Cavalera. Na, ich hab da mehr als nur einen Frosch im Hals. Auf dem richtigen Weg. Alter, ja, jetzt kriegen wir alle Schaden. Was wird hier gebufft? Gar nichts wird gebufft. Schon wieder so ein 107er, 104er Krüppel. Ich bin zufrieden. Aber Tim, echt, lass ein paar Reactions machen. Das wird auf jeden Fall bombisch. Ja. Ach komm, Drilling und ich kann den ganzen Scheiß durchschleusen. Ja, ich zieh schnell. Kein Möllock. Ah. Dann mach's halt auf die altbewährte. Dann muss der Drache weg. Der Drache muss weg. Möllock muss weg. Der muss weg. Nein, nein. Ah, ja. Ja. Kauf den. Das hat doch keinen Sinn. Das hat doch keinen Sinn. Ey. Ey.
Ja. Nee, das machen wir. Definitiv. Alter, wahrscheinlich wird mir danach der Kopf platzen. Aber es wird cool. Aber müssen wir gucken, ob der Stefan vielleicht mitmacht. Was beim Stefan immer geil war, mit dem Stefan konntest du dich richtig gut unterhalten. So richtig tiefgründige Gespräche. Das war immer cool. Der Stefan. Wie lange das schon alles her ist, Mann. Jetzt hast du schon, bist du schon verheiratet, hast Frau und Kinder, ey. Krass, wie die Zeit rumgeht, Mann, wie jung wir waren damals. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ja, egal, wir sind Zweiter. Kommt noch die Beste raus. Nee, es war schon okay. Zweiter ist in Ordnung. Und haben wir dieses 5.700 erreicht? Ja. Ja, wir haben die 5.700 erreicht. Echt extrem, extrem gut. Das ist die Frage. Noch eine Runde, soll ich noch eine Runde spielen? Oder lassen wir's? Streamen wir noch eine Runde hier? Ich warte mal eure Antworten ab. Das haben wir um 10:30, so spät ist doch nicht. Selbst wenn man um 6 Uhr raus muss, kann man sich das noch geben. Ja. Bin ich mal kurz aus. Boah, mal die Brille absetzen, Leute. Ihr klappt gar nicht. Wie ultra. Genau, immer mal ein Spielchen, ohne dass man mich sieht. Sind jetzt eh nur ihr anwesend. Ach Gott, ey. Reaction-Videos. Oder, Tim, hast du schon mal Fear and Wildlife gesehen? Kennst du auch, oder? Dass wir vielleicht Hass noch zum Beef Boys oder so mal gehen. Die waren auch sehr gut. Hä? Da habe ich hab mich mal vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mit der Laura, also vom Stefan, getroffen und war mit der da essen in Hasloch bei den Beef Boys. War echt richtig gut, muss man sagen. Die Laura, die ist auch cool. Wie lange ich die auch schon kenne. Ja. Beef Boys, der Name ist schon innovativ. Hat mir gefallen. Mit den fancy Soßen und so. Ich meine, klar, manchmal so Modeding dabei. Wer sich was einfallen lässt, was gut ist, der hat auch das Recht, Geld zu verdienen. So sehe ich das mittlerweile. Neid ist einfach keine gute Sache, die dich im Leben voranbringt. Absolut nicht. Mich bringt gerade ein operierter Finger nach vorne. Das finde ich in Ordnung. Man hat ein bisschen Zeit, seine Sachen zu machen. Ja, auch erst seit kurzem. Am Anfang war ich halt immer nur flach gelegen, aber so, was soll's. Jetzt sind sie da wärmer, jetzt muss ich mein Fahrrad wieder ein bisschen revidieren. Tretlager ist im Arsch. Dann geht's wieder mal eine Runde Fahrrad fahren. Aber wenn ich schon Fahrrad fahre, dann als so 10, 20 Kilometer, das ist eigentlich ganz okay. Bei uns ist ja alles relativ flach. Ja, Bewegung, Bewegung.
dass die Speckbeinchen mal ein bisschen wieder Form kriegen. Manowar. Glaub mir, Tim, kein Mensch hat so viel Spaß mit True Metal und Power Metal gehabt, ja, obwohl man es eigentlich gar nicht so bewusst hören, sondern ich ab und zu und du gar nicht, ja, dass uns das so belustigen konnte. So, dann machen wir noch ein Spielchen. Eine Ehrenrunde. Sie ist sehr viel jetzt. Die Bierkutsche. Ey, ich muss mal was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Ach komm, jetzt häng dich nicht wieder auf. Das ist als echt so ein Bang, ob's klar geht. Nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Komm, schmeiß mich jetzt aus dem Spiel raus, Mann. Jetzt habe ich echt einen ganz guten Lauf. Och, Menno. Nee. Ja. Und auf ein weiteres Mal. Ich bin gerade ein bisschen angespornt. Vielleicht schaffen wir die 5-8. Es ging eigentlich ganz gut von der Hand. Ich habe halt nur ein bisschen mehr. Ja, wir haben auch jetzt Erfahrung bekommen. Guck mal, wie viel wir jetzt gespielt haben, Thorsten, die letzten Wochen. Tim, ich habe in diesem Spiel, ich glaube, schon 900 Spielstunden drin. Ja, das ist ein Hearthstone ist das intensivste Spiel in meinem ganzen Leben. Aber ich spiele es ja auch regelmäßig. Ich habe da auch bestimmt schon 2.500 Euro reingebuttert, wenn es reicht. Ja, in 10 Jahren, ich bitte dich. Ist in Ordnung. Elementare Wildtiere. Sagen wir mal. 6K, ja, 6K. Leute, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Scheiß drauf. Vielleicht auf. Nee, für was freezen? Scheiß drauf. 6000, 8000, das wäre echt, wenn wir es auf 6000 schaffen würden. Geil wär's. 5, dann 7.000, 8.000. Ein paar Spiele mehr gewinnen. Mechs? Ja, ich gehe gleich hoch. Nächste Runde. 6.000, die 6.000 ist greifbar. Die 6.000 ist echt greifbar. Ja. Eigentlich habe ich so eine Spielmentalität, so Tim, weißt du, ja, Hauptsache ein bisschen gezockt, ein bisschen Zeitvertreib, aber so seit dem Stream, da wird man hungrig, ich sag's dir, auch wenn es nur Hearthstone ist, da wird man hungrig. Ja, die Mutter, die scheiß Bärenmutter, die mich jedes Mal enttäuscht hat, die dumme.
Das ist uncool. Ja, das ist okay. Die Mutter, die Mutter. Ah. Muss hoch, ich muss hoch. Da Zufall soll's generieren. Ja, ist doch schon mal etwas. Die Mutter, die Mutter. Tim, hast du eine Webcam oder hast du eine Actioncam? Weil ich habe ja auch die DJI Osmo Action 3 als Webcam, die ist eigentlich echt nice. Oh, was so was Toxisches, was Toxisches. Und schon wieder gibt's ein paar frostige Grüße aus Moskau. Oh Mann, oh Mann. Ach Gott, da geht's aber rund. Dann stehen wir bei. Gasthauszauber, das ist der Shit jetzt. Schade, schade. Ja, da Handys, kannst bestimmt auch ein anderes Handy oder so nehmen. Geht gewiss auch. Egal, ich leg's an mit den Wildtieren. Ja, geil. Ja, was auch geil ist, ich habe ja von Xiaomi das Pad 6 oder wie es heißt, Tab 6. Und du kannst ist ja auch Twitch und alles drauf, ist ein relativ leistungsstarkes. Kannst auch mit dieser DJI-App, also die dazugehörige App von der Kamera, mit Twitch verbinden und kannst dann auch rausgehen dann mit der Actioncam. Ich habe extra so einen Mount. Okay, das ist magnetisch, deswegen hängt es am Rechnergehäuse. Und jetzt kann ich dann die Cam hier einfach zack dran klicken. Voll gut. Was denn das? Was kommt da? Was war das für ein Geräusch? Pet 6, genau. Wir müssen uns irgendwie absichern. Ja, nächste Runde hoch. Eigentlich auch schade, dass von All That Remains nicht mehr viel Gutes gekommen ist. Ich glaube, das letzte gute Album war die Overcome oder wie das hieß. Ein rotes Cover. Dann war echt Essig. Letztes habe ich mit Ding mal wieder reingezogen. Wie hießen sie? All Shall Perish. Die waren auch gar nicht so schlecht. Da verweg, oder was? Ja. Oder du, Heaven Shall Burn immer. Das war so dein Lieblings. Aber die waren auch cool, Mann. Die Invictus war schon ein mächtiges Album.
Ja, der Circle Pit damals. Ja. Und das Krasse bei Heaven Shall Burn ist, dass sie halt für jedes Bandmitglied noch einen Ersatz haben, falls einer arbeiten muss. Das war ja, glaube ich, damals der Fall bei diesem Circle Pit. Wir sind Niera aus Münster, zack, war meine Brille im Circle, in der Wall of Death irgendwann verschwunden. Und Stunden später habe ich mein Glas wieder gefunden, hab's dann irgendwie ein bisschen sauber gemacht und bin dann so mit einem Auge heimgefahren wieder. Da hatte ich, glaube ich, sogar einen Hüttenberger dabei. 2010. Der Hüttenberger. Ja, was man für Leute kennenlernt. Die Karin, kennst du doch die Karin? Auf die habe ich ja echt gestanden, ich geb's zu. Ja, da kam ich manchmal ein bisschen so vor wie das kleine Arschloch. Ja, ich bin manchmal ein bisschen abartig, was manche Sachen betrifft. Aber das ist okay, das ist okay. Ich komme damit klar. Ich stehe einfach auf so Alte. Ich gucke mir auch immer so. Dieses. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin auch nicht frei von Makel. Wir haben nur Befehle ausgeführt. Oha. Other Bands Play Kills. Kills. Eine Kilkenny. Ach, bitte. Jetzt fängt die Wildtier-Depression mal wieder an. Ist doch ekelhaft. Das ist doch. Tschüss, Mesh. Tschüss. Die Bärenmutter. Oh yeah, Baby, Baby, Balla, Balla. Voll fett her. Fett, zack. Manowar Kills. Steht alle Karten im Gasthaus. Ajo, ajo, ajo. Der Imbiss. Der Imbiss. Oh. Der Imbiss. Kurz ausklinken. Du ist er, der Imbiss. Mutti, Mutti, Mutti ist fort. Ajo. Bye bye. Scheiße. Der verfranzte Schnappkiefer, ey. Mich auch nicht.
Gold, Gold haben wir genug. Wir könnten was Adäquates holen. Ach ja. Das, den Greif brauchen wir danach noch. Die Miriam war auch lustig. Die Miriam. Die gute alte Miriam. Miriam Weiß. Uns Baumgettel. Baumgettel, hast du was gefragt? Das war so eine echt liebe Frau, so ein Mauerblümchen halt. Und die wurde halt schnell abgelenkt. Du hast irgendwas gesagt, hey Katharina, und dann bla 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 mit der gebabbelt, weil sie dich voll geschwollt hat. Und dann hat es dann, als was sie da geschaut, die haben Scanner, und ich gesagt, was machst du denn, Katharina? Scannst du die Luft oder was? Hey Schnitzel, was soll das? Die haben mich immer Schnitzel genannt, weil ich immer so viel Schnitzel gefressen habe in der Pause. Alter, hab ich da gefressen, oder Tim? Das war kein schöner Anblick. Ja, auf 5 kommen die Bananen. Bei der Ariella kamen auch schon mit 2 die Bananen. Ey, es war echt adipös. Adipositas Stufe 3. Bam. So wie der da unten, der hat auch Adipositas Stufe 3. Nochmal so einen Schlag ins Gesicht kann ich mir jetzt erstmal nicht erlauben. Wir müssen mal gucken, ob wir da ein bisschen was rumbasteln. Oh, fuck you. Gott, da stoße ich doch auf. Oh, Bärenmama. Bärenmama! Eine zweite sogar, das ist voll. Das ist adipös. Bloß was zwitschern wir da dafür weg? Was zwitschern wir dafür weg? Das Gasthaus klauen. Für was? Für was? Diese tapschen Summvögel, die kotzen mich auch an. Macht der? Fuck! Wie macht man das? 14 leben nur noch. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens das Mistvieh verkaufen. Und tata! Sehr schön, sehr schön. Zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen oder so ähnlich. Ich mach so Late-Night-Streaming, so Harald Schmidt-mäßig. Ja, okay, Harald Schmidt, die Leute bringen mich um. Oh, die kriegen aber. Ich gewinne, oder? Gewinne ich? Tatsache, ich hab. Er kriegt 15 Schaden, das ist doch nett, das ist doch nett.
Okay, es gibt noch ein paar gute Zauber dazu. Abwarten. Abwarten, bevor wir uns hier so freuen. Wirklichen brauchen wir eigentlich, ne? Oder? Ja. Schade. Das war schade. Der kann aber weg. Der muss weg. Todesröscheln. Mir aus. Weg mit. So, jetzt haben wir einen Drilling Bärenmutter. Vierte Stufe. Das ist noch geil mit den Käfern. Den Spruch kaufen wir auch gleich. Sorry fürs Popeln. Alter, Alter, wir sind gut aufgestellt. Wir sind relativ gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Egal, als weiter, als weiter. Leute, ich bin. Bitte, 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 lasst mich überleben. Okay. Okay. Ja. Bei mir ist noch nicht mal eine Figur geplatzt. Oh, das Ding hat 40-40. Geil. Geil, dass wir es wenigstens auf Video haben, dass manchmal auch gut was gut laufen kann. Tschüss und tschüss damit. Boah. Der kriegt eine gute Ladung ab. Ach, 15 Uhr, stimmt. Stimmt, ist noch kein Endkampf. Okay, alles klar, wir holen die Bärenmutter. Na, schade, egal, verkaufen wir für 1. Das brauchen wir auch. Echt nichts Gescheites dabei, das kann doch nicht sein. Die adipösen Zeiten, die adipösen Zeiten. Ja. Vor allem das Typ sieht auch. Was ist das eigentlich? Ah, es ist. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Murloc mit Sonnenbrille. Wir stehen ganz gut da. Wir stehen wirklich ganz gut da. Ach, geil, geil, geil. Ich verstehe jetzt, warum Sportler mehr wollen. Ich verstehe es jetzt einfach. Ja, es macht Spaß. Wenn sie wird angespornt, das ist. Oh. Ich hätte es vor einem Monat noch nicht mal ansatzweise geglaubt, dass ich hier sitze und die Leute voll laber. Aber ja, es ist jetzt das End.
Das ist richtig krank, was da jetzt abgeht. Fliegt einer raus, dann sind nur noch vier. Dann sind wir nur noch vier. Oh, Baby, yes. Dann brauchen wir noch eine Banane. Der kann auch hier Platz nehmen. Ende des Zuges, haben wir Ende des Zuges-Effekte? Haben wir nicht, gell? Haben wir leider nicht. Schade. Eventuell können wir noch was basteln. Nein. Wildtierbedarf. Ich glaube, das haben wir. Boah, was wir für Viecher bekommen haben, ey. Wie viel Kohle. Schnappi, Schnappi. Murlockdrache. Nehmen wir mal den Zappi. Mann, ist mein Hals so trocken. Das Pferd ist halt auch halt brutal mächtig. Mal kurz aus und wir genießen zusammen den Kampf. Aus der Ferne. Wird meine Hoffnung wieder begraben? Meine Hoffnung wird wieder begraben, ja. Thorsten, siehst du das noch? Thorsten, bist du noch wach? Thorsten, hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen, Mann? Das ist krank. Habt ihr das gesehen? Alter, ist das krank. Auch geil. Kampfschrei. Wir haben halt leider keinen Kampfschrei. Da haben wir mal Spott drauf. 10. Thorsten, das ist krank. Leute, das ist so krank gerade. Gestern ist es so miserabel gelaufen, aber heute geht's rund. Alter, macht es Spaß. Ich bin voll, bin ich mal im Element? Sieht's authentisch aus? Oder ist es adipös gestellt? Wir genießen den Kampf, wir genießen den Kampf. Dafür schalte ich mich mal aus. Und ja. Was geht jetzt?
Bitte, 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 bitte. Ah, nee, das war doch scheiße. Hey, ich. Irgendwas platzt doch jetzt wieder. Ja, jetzt kommt wieder so ein Mistvieh. Oh. Oh. Endfight. Endfight. Sieg oder Tod. Sieg oder Tod. Scheiß drauf. Warum kriege ich nie so was Cooles, Wildtiermäßiges? Warum nicht? Na, ist immer schön, Verstärkung zu haben, das stimmt. Da, die kriegt Spott. Bitte! Bitte lass mich diesen Kampf gewinnen. Ich grüße von oben. Oh, bitte! Bitte! Ich glaube, so leicht bin ich noch nie durchgekommen. Mit Wildtieren, gemerkt mit Wildtieren. Tieren, da haben wir die letzte Zeit richtig, richtig Probleme gehabt. Bitte versau's nicht. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte gewinn. Was hat denn der noch? Der hat 14 Leben. Ach, die nett, Mann. Scheiße, Mann. Ach, komm schon. Leck mich am Arsch. Ah. Wir haben die 5800 erreicht. Wir haben die 5800 erreicht. Korrekt? Wir haben die 5800 erreicht. Das ist nicht wenig. Kann ich mich mittlerweile als einen guten Spieler bezeichnen? Ist das erlaubt? Darf ich mich, bin ich ein ganz guter Hearthstone-Spieler oder ist es noch irgendwie nur Glück gehabt? Das ist die Frage. Naja, ist halt immer ein Quäntchen Glück dabei, hier bei Hearthstone. Aber pff, ich finde es ein tadelloses Spiel. Ich liebe Hearthstone, aber ich bin jetzt wirklich over the top. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle und die es noch anschauen werden. Ich gehe off. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder bei Hearthstone. Schaffen wir es, die 6000 zu knacken bis zum Wochenende? Das wird schwer. Aber wir versuchen unser Bestes. In diesem Sinne, gute Nacht, bis morgen. Ciao, ciao.